Künstlerhaus für Bayern? Wo sollte das am besten hin? Fragte sich Edmund Stoiber, der schon eine ganze Weile mit diesem Herzensprojekt beschäftigt war. Hierhin, rief der Bamberger Oberbürgermeister Herbert Lauer, dem die Suche des Ministeriums zu Ohren gekommen war. In Bamberg konnte er eine besondere Immobilie anbieten. Die Villa Concordia. Am anderen Ende der Leitung, die Legende geht, dass es ein spätabendliches Telefonat zwischen den beiden gab, ließ sich der Ministerpräsident davon gerne erzählen. Und begeistert haben muss es ihn wohl auch. Denn was dann folgte, ist heute Grund zum Feiern. Seit 1998 werden bildende Künstler, Literaten und Komponisten eingeladen, in Bamberg bis zu 11 Monate lang die Nadel eben mal im Fränkischen in den Globus zu stechen. 12 unterschiedliche Wohnungen und 8 Ateliers werden den Künstlern zur Verfügung gestellt. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst wird von einem Kuratorium beraten, das die Künstler auswählt. Da das monatliche Stipendium eine Ehrung für das Lebenswerk ist, sind viele Künstler längst etabliert, oft auch richtig berühmt. Im Künstlerhaus können sie arbeiten, Zeit verbringen, Verbindungen knüpfen. Die Idee ist, dass sich Künstler aus Deutschland mit Künstlern aus einem anderen Land austauschen können. So gab es schon über 20 Jahrgänge mit Gästen aus Bulgarien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schottland, Schweden, der Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Österreich. Und im Geburtstagsjahr sogar noch einmal aus Frankreich. Viele kennen die Villa Concordia. Sie war im Barock privater Wohnsitz, war Clubhaus, Kunstschule, war sogar Labor. Für die Universitäten Bamberg und Erlangen war sie Veranstaltungsort und ist für viele ein liebgewonnenes Wahrzeichen der Stadt. Mancher nennt sie einen Leuchtturm für die Kunst der Gegenwart. Schön, nicht? Leuchtturmwärter, also Direktoren, hatte das Künstlerhaus bisher 2. Professor Bernd Goldmann und die Dichterin Nora Eugenie Gomringer. Das Künstlerhaus hat in den ersten Jahren auch für viel Kunst im öffentlichen Raum gesorgt. So gibt es in Bamberg beispielsweise große Werke von den Bildhauern Botero, Lüpertz und Mitterrey. Heute, nach 25 Jahren, ist das Künstlerhaus in Bamberg angekommen. Lesungen, Konzerte und Ausstellungen sind bei freiem Eintritt für viele Anlass zur Begegnung mit zeitgenössischer Kunst. Also, feiern Sie mit. Wie weiß ich denn, was in dem Kasten los ist? Na, Sie klicken einfach rein. www.villa-concordia.de. Wieso singt denn keiner? Jetzt aber alle. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Concordia. Happy Birthday to you.